liebe Abonnenten meines Kanals, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Toms Mubawelt. Meine Stimmung ist gedrückt, meine Stimmung ist sehr gedrückt. Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass ich vor gut 3 Wochen einen ganz tollen Modellbahnfreund kennengelernt habe, den Peter aus Rheine. Und der gute Mann wird jetzt zur Stunde gerade operiert, ist innerhalb der vergangenen Woche schwer erkrankt. Und es ist ein bisschen dramatisch, ich möchte jetzt nicht sagen was. Peter, aber auf diesem Wege, ja, wenn du das Video noch siehst, ich wünsche dir alles Gute und alles Beste und natürlich die Genesung. Schöne Grüße nach Rheine. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen gibt es heute ein weiteres Video mit dem Inhalt. Es geht um Traincontroller, es geht um Rockrail, es geht um die Digitalisierung einer B6R 114, die ich ja schon digitalisiert habe mit einem ESO-Decoder. Da verbaue ich allerdings heute noch einen Sound-Decoder. Und da lasse ich euch ein bisschen teilhaben dran und ja, es gibt ein bisschen was zu erzählen über Rockrail und über das, was hier in den letzten 7 Tagen so passiert ist. Viel Spaß! Ja, da bin ich wieder. So, ich habe mich in den letzten 3 Wochen intensiv mit Rockrail und mit Traincontroller auseinandergesetzt und bin zur Entscheidung gekommen, ich mache jetzt Rockrail, weil es gibt in Traincontroller Funktionen, die ich gerne hätte, die gibt es aber nur in der Goldversion und nicht in der Bronzeversion. Dann gibt es unter Traincontroller Funktionen, die es nicht bei Rockrail gibt, aber und umgedreht. Aber ich letzten Endes keine 500 Euro ausgeben wollte für eine Software, wo ich nur gewisse Teile von brauche. Warum ich jetzt überhaupt wieder mit Rockrail angefangen habe, ist ein Gleisbildplan. Als ich damals mit der Z21 App in Verbindung gekommen bin, mit der neuen App, mit der alten App, Entschuldigung, mit der alten App, die ja viele von euch noch benutzen, konnte man keinen Plan anlegen von seinem Gleisbild, was man auf der Anlage hatte. Das kam ja erst mit der neuen App. Diese neue App ist allerdings, also dass ich da auf Kriegsfuß mitstehe, das wisst ihr. Ich habe die auch auf keinem Handy mehr installiert, gar nichts mehr. Aber mir war es wichtig, eine Funktion zu haben oder zu sehen, wie verläuft meine Gleise auf der Anlage, was kann ich damit schalten. Und die Funktion in der neuen Z21 App, dass ich Fahrstraßen, manuelle Fahrstraßen anlegen kann und sie schalten kann in die eine Richtung und mit einem anderen Button gleich wieder in die andere Richtung. Das war für mich irgendwie, ja, ich will nicht sagen faszinierend, aber genauso wollte ich das haben. Ließ sich nur nicht mit Traincontroller Bronze realisieren. Ich habe es auch nicht mehr ausprobiert in der Goldversion. Ich habe eine Demo-Version gehabt in Gold. War wirklich nicht mein Ding. Okay, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten. Rockrail ist schwieriger, aber ich möchte ja auch nicht eine Vollautomatisierung meiner Anlage erreichen, das will ich nicht. Das werde ich auch nicht. Es wird eine Teilautomatisierung geben, ja. Ich möchte eine Panelstrecke einrichten und die baulichen Maßnahmen, die haben schon begonnen, das zeige ich aber gleich noch. Ja, was ich auch noch gemacht habe, um das zu zeigen, nochmal im Gesamtbild, ich habe meine PC-Anlage erweitert. Habe jetzt hier 2 Bildschirme. Auf dem einen Bildschirm, auf dem linken Bildschirm, habe ich das Rockrail Hauptprogramm. Ich kann hier die Fahrregler meiner einzelnen Lokomotiven anlegen, auch auf dem Bildschirm hin und her bewegen. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern mal den ganzen Tag mit meinen Dampflokomotiven durch die Gegend gefahren. Die habe ich hier jetzt hingelegt auf dem Desktop. Ich könnte jetzt aber auch noch weitere hinzulegen. Hier ist die BR111. Ich kann auch noch die BR110 mit hier runterlegen. Kann das hin und her schieben und habe eine gute Übersicht auf den gesamten Bildschirm über meine ganze Lokomotive. Ich kann ja auch die ganzen F-Funktionen, die ganzen Funktionstasten bedienen.
Und ja, das ist wie gesagt für mich sehr wichtig gewesen, dass ich eine komplette Übersicht habe auf dem, was auf meiner Anlage passiert. Und wie gesagt, mit der Z21, mit der neuen, die alte sowieso, das ist für mich, die alte Z21 macht damit, was ihr wollt, dass es Kinderkram ist, dass da Bilder hinterlegen, Weichen fotografieren, dann Bild hinterlegen. Ja, ich weiß nicht, jeder, wer das macht, der soll das machen, aber es ist irgendwie nicht übersichtlich genug für mich. So will ich das mal ausdrücken. Es ist nicht übersichtlich genug. Ein Gleisbildplan zu erstellen in der neuen Z21 App ist auf meinen mir zur Verfügung stehenden Geräten nicht möglich gewesen. Aber die Funktion von manuellen Fahrstraßen zum Beispiel einlegen, das war eine tolle Sache. Zum Beispiel habe ich hier zwei manuelle Fahrstraßen angelegt, und zwar möchte ich, wenn ich diesen Button hier auslöse, den hier unten, dass sich 1, 2, 3, 4 Weichen stellen und eine ganz bestimmte Lage annehmen. Ich klicke das jetzt mal an. Und wie ihr seht, haben sich hier 1, 2, 3 Weichen, nur nicht 4, sorry. 4 Weichen so gestellt, dass ich von der oberen Ebene, weil hier geht es ja zu meiner Ebene 2, hier kommt der Zug runter und soll auf Gleis 5 fahren. Das ist hier mein Gleis 5. Und die Weichen haben sich dementsprechend gestellt. Und mit diesem Button hier kann ich jetzt diese Weichen auch wieder zurückstellen. Und hat funktioniert. So dass sie wieder die Lage wieder in den Ausgang zurückgesetzt wird. So, das ist für mich das Hauptkriterium gewesen, dass ich eine Software benutzen kann, auf den ich A erstmal den gesamten Gleisplan im Überblick habe und dass ich manuelle Fahrstraßen anlegen kann, dass sich beispielsweise wie eben gezeigt drei Weichen in eine ganz bestimmte Lage begeben und mit dem anderen Klick hier auf diesen Button sie wieder in die gleiche Lage, in der Ausgangslage zurückgehen. Das gleiche habe ich auch hier oben gemacht. Zeigt das nochmal. Ihr seht, die gehen in eine ganz bestimmte Lage. Und da klicke ich drauf, gehen sie wieder zurück. Das heißt, ich brauche nicht jede einzelne Weiche erstmal hinfahren mit der Maus oder mit dem Finger, wie auch immer, um dann keine Ahnung, wie viele Weichen zu stellen. Ich meine, ich habe ja nur noch einen guten Überblick. Ich habe im Augenblick 40 Weichen digitalisiert, die ans System angeschlossen sind. Das ist ja noch übersichtlich, aber irgendwann, weiß ich nicht, kann ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazukommen. Ich baue ja jetzt noch eine Strecke, eine Anbaustrecke kommt jetzt hier noch rein. Das wird eine Pendelstrecke. Ich habe da auch noch mal meine Pläne überworfen. Und ja, da kommen noch so die eine oder andere Weiche dazu. Ja, und das Tolle ist daran, dass ich hier, wie gesagt, im roten Bereich nur meine erste Ebene angezeigt bekommen habe oder angezeigt bekomme. Und hier unten habe ich zum Beispiel ein BW mit meiner elektrischen Drehscheibe vom Fleischmann. Und diesen Bereich, den kann ich jetzt nochmal rausfiltern und sagen, ich mache wie hier unten beispielsweise. Das gelbe Feld ist ja meine zweite Ebene. Das ist noch nicht ganz fertiggestellt. Da kommt jetzt noch demnächst hier ein bisschen was dran. Kann ich auch sagen, ich will diesen Bereich hier unten des Bahnbetriebswerkes mit der Drehscheibe nochmal in einem anderen Fenster angezeigt bekommen. Das zeichne ich, das kopiere ich mir dann hier alles, ziehe es letzten Endes rüber in ein neues Fenster und vermuss dann aber die ganzen Weichen. Ich kann also die Weichenadressen doppelt vergeben. Nur die Kennung muss ich anders schreiben. So ermöglicht es mir, dass ich mehrere Fenster, wo ich quasi öffnen kann und Teilbereiche der Anlage etwas detaillierter darstellen kann. Ich werde euch das im nächsten Video nochmal zeigen. Ich möchte dann nämlich diesen Bereich, da habe ich im Augenblick nur zwei Weichen, nee, eine Weiche ist dort erst ins Digitalsystem eingenommen worden und angeschlossen. Da sind noch eins, zwei, drei, vier Weichen und die Drehscheibe, die soll jetzt auch noch eine Funktion bekommen, die soll auch bedienbar werden hier über Rockrail. Und da möchte ich einen extra Bereich, ein extra Fenster, wie hier das gelbe, ja,
mir erstellen, dass ich auch den Überblick dort etwas detaillierter herstellen kann. Ja, dann habe ich noch mit Rockrail hier in der Tabelle Lokomotiven kann ich hier meine, na, hier drüben habe ich eben so Lokomotiven auswählen und habe in den letzten Wochen die Geschwindigkeiten zugeordnet. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Geschwindigkeitsvorgaben, die sich hier in dem Lokfahrregler, na, wo ist die Maus, 1, 2, 3, 4 wiedergeben, so eingestellt, dass alle Lokomotiven, wenn ich sie auf Fahrstufe 1 klicke, also Fahrstufe des Reglers hier bei Rockrail, dass alle Lokomotiven die gleiche Geschwindigkeit haben. Das gleiche habe ich mit der Fahrstellung 2, 3 und 4 gemacht. Außer bei den Lokomotiven, die ja alle insgesamt ein bisschen langsamer fahren als eine E-Lokomotive beispielsweise, da habe ich das natürlich ein bisschen anders geregelt. Ja, noch einmal, ich möchte ganz einfach hier mit Rockrail, wie gesagt, ich habe das ja erzählt, kein Vollautomatisierung, das ist bei mir ja letztes Jahr, als ich mich damit beschäftigt habe, komplett fehlgeschlagen und ich habe auch keine Lust, jetzt hier wieder 1000 Blöcke einzurichten, um hier irgendetwas automatisiert zum Fahren bekommen. Das liegt mir fern. Aber ich werde natürlich Blöcke einrichten, um zum Beispiel einen Pendelbetrieb auf einer Strecke einzurichten und um Aktionen hervorzurufen. Aktionen beispielsweise, Zug XY erreicht eine bestimmte Meldestelle, einen bestimmten Block und dann gehen beispielsweise Kirchenglocken an. Nur mal so als Beispiel. Oder irgendein anderes Geräusch oder Schranken schließen sich und wenn der Zug an der nächsten Meldestelle ankommt, gehen die Schranken wieder auf. So in diese Richtung. Dafür möchte ich diese Blöcke einrichten oder Meldestellen einrichten oder beispielsweise ABC-Bremsstrecken, die dadurch ausgelöst werden. Fährt ein Zug an einer ganz bestimmten Stelle, soll ABC-Strecke oder Bremsstrecke, keine Ahnung, am Bahnhof ausgelöst werden. Der Zug fährt los. Und hält dann auch wieder automatisch an der Bremsstrecke, wenn der erste Zug ein weiteres Modul überfährt oder eine weitere Meldestelle überfährt und setzt diese ABC-Strecke wieder außer Kraft, dass der nächste Zug, der dort reinfährt, automatisch dort hält. Lässt sich alles realisieren mit gewisser Technik. Ich habe mal hier ein Weichenmodul eingebaut, einen Switch-Piloten und habe dort zwei Signale angeschlossen und ein Extension-Modul. Dieses Extension-Modul ist ja nichts anderes als Relais drin verbaut. Das habe ich mir selber bauen lassen, beziehungsweise der Peter, ich hoffe, er ist dann irgendwann mal wieder gesund und fit und ja, hoffe ich jetzt mal einfach. Der hat mir das gebaut. Und das werde ich demnächst mal testen. Das ganzen Kosten belaufen sich auf ein Modul für vier Bremsstrecken auf ungefähr 5 Euro. Man muss sich das letzten Endes zwar selber zusammenlöten und zusammenbauen, aber das ist relativ einfach. Ich habe damit ja auch schon angefangen. Ich habe mir hier so eine Lochplatine gekauft und ich habe hier vorne Drehwiderstände eingebaut und jetzt kommen hier hinten noch Relais und dann kommen da Dioden hinten dran. Das wird dann halt verbunden mit einem Signaldecoder von ESO, der jetzt demnächst neu rauskommt. Oder er ist schon auf dem Markt, ich weiß das nicht genau, indem ich mehrere Lichtsignalbilder schalten kann. Nicht nur Rot-Grün beispielsweise, sondern es gibt ja viele verschiedene Signalbilder und da möchte ich halt schon so ein bisschen realistisch nah dran sein, dass ich auch alle Lichtbilder, die ein Signal anbietet, zum Beispiel ein Einfahrts- und Ausfahrtssignal, hat ja mehrere Lichtbilder, die dann geschaltet werden über diesen Signaldecoder und die selbstgebaute Relaisschaltung ersetzt quasi den Extension. Das ist wie gesagt ein großer Preisunterschied. Ich glaube 30 Euro kostet Extension. Und ja, das Teil hier oder die Teile, um eine Bremsstrecke zu bauen, sind das ungefähr umgerechnet 4, 5 Euro. Ja. Das war's, was ich euch heute hier in Sachen Rockrail kurz zeigen wollte. Jetzt gibt es gleich noch hier hinten steht er schon. Ich habe ihn schon ein bisschen auseinandergelegt, auseinandergebautet gesagt.
Jetzt baue ich da gleich den Digitaldecoder ein. Also ist ja schon digital und Sounddecoder soll da rein. ESO gegen ESO getauscht und das gibt es dann hier auch noch gleich zu sehen. Ja, und jetzt noch ein kleiner Rockrail-Nachtrag. Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Rockrail läuft auch auf meinem Handy. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt wieder praktizieren möchte am Handy, aber es funktioniert. Ich kann hier also auch die Weichen schalten. Ich kann den Gleisbildplan hin und her bewegen. Das ist der exakte, der oben auch auf dem PC läuft und ist immer aktuell, weil weil man sich mit der App, diese App heißt Endrock, gibt es im Play Store bei Google und dann gibt man halt wie heißt es, die IP-Adresse des Rechners auf, wo der Server von Rockrell läuft. Also, ich kann das hier hin und her bewegen. Ich müsste ihn jetzt mal eben entsperren. So, ich musste eben mal den Bildschirm entsperren. Nicht, dass er. Der sperrt sich immer, ich weiß nicht warum. Jetzt gehen die Weichen wieder nicht. Also, ich muss hier immer erstmal entsperren. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. So, jetzt kann ich das nochmal demonstrieren. Nicht, dass ihr denkt, dass das einfach nur ein Bild ist. Ja, da legt sich die Weichenstraße um. Und man muss, wenn man die App startet, hier kann ich auch mal. Seht ihr, da ändern sich die Bilder. Und hier geht es wieder zurück. Und man muss die IP-Adresse des Rechners angeben, wo der Server von Rockrail läuft, weil Rockrail läuft ja mit einem Server im Hintergrund und ja, funktioniert einwandfrei. Auch die Lokomotiven habe ich noch nie eingerichtet, soll funktionieren. Man kann die gleichen Einstellungen am Handy oder auf dem Tablet machen, die man oben auch am PC machen kann. Das ist für mich aber erstmal nur Spielerei, um zu gucken, funktioniert das auch, geht das auch und es geht viel besser. Nur jetzt mit dem Entsperren des Bildschirmes, da bin ich noch immer noch nicht so ganz. Da mache ich wohl immer noch Fehler. Aber sonst, bevor man schon mit dem Finger an eine Weiche überhaupt den Bildschirm berührt hat, schlägt die Weiche um. Manchmal hat man ja in der neuen Z21-App von Fleischmann stundenlang drauf rumgekloppt auf das Weichensymbol und es hat nichts getan. Also das geht auch, funktioniert einwandfrei. Jo, so. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Sounddecoder mit dem Lautsprecher, der ist nämlich zu groß, hier in die BR614 einbaue und diesen hier, ja, den entferne ich. Der ist hier ja nur mit bisschen Klebeband befestigt und das hier ist auch schnell gemacht, denke ich mal. Zack, das war's schon. Und jetzt muss ich hier ein paar Sitze wegfräsen, damit der Lautsprecher hier einigermaßen gut reinpasst. Der soll dann nämlich gerade rein nach oben und gerade unten liegen. Da kommen diese beiden Sitze rein, die werde ich jetzt entfernen. So, die zwei Sitzreihen sind entfernt. Man kann das sehen. Und da sollte jetzt der Lautsprecher gut reinpassen. Das heißt, ich werde den jetzt erstmal abtrennen und den hier anlöten. So, jetzt habe ich gerade angefangen, mal nochmal den, also ich habe nicht angefangen, ich habe den Lautsprecher hier angeschlossen. Und habe auch einen Lautsprecher-Funktionstest gemacht. Er funktioniert, habe ihn hier an den Prüfstand angeschlossen und ihr seht, das Ding arbeitet ordentlich, weil es schreibt jetzt die Sounddateien. Ich habe mir von der ESO-Seite hier für den 614 die komplette Sounddatei runtergeladen und die lädt jetzt erstmal hoch. Das dauert ein bisschen. So, jetzt habe ich den Decoder eingebaut und auch den Lautsprecher. Die sitzen hier. Der Decoder liegt oben und ein Stückchen weiter unten. Passt genau
Der Lautsprecher. Leider konnte ich euch das nicht zeigen. Das musste jetzt irgendwie schnell gehen. Mit den ganzen Kabeln. Hab die ein bisschen gekürzt. Und das, was jetzt hier noch lose oben drauf liegt, das werde ich jetzt hier oben gleich noch ein bisschen fixieren. Und ja, die Daten, die Sounddaten und die Decoder-Daten sind ja schon rübergeladen. Ich werde aber gleich hier nochmal auf meiner Teststrecke mit meinem Decoder-Dingens hier, mit meinem Log-Programmer, eine kleine Probefahrt machen. Aber erstmal kommt der Deckel drauf. So, da steht sie. Ich hoffe, man hört ein bisschen was vom Sound. Licht geht auch. Ja, das war's. Jetzt muss ich gleich gucken, nur das weiße Licht geht, wenn ich jetzt umschalte aufs rote, funktioniert nicht, muss ich gleich nochmal prüfen. Aber das ist nicht das Problem, das prüfe ich gleich nochmal und ja, fahren tut es hoffentlich auch. Wollen wir mal gucken, ob sie fährt. Jawohl. Und in die andere Richtung. Passt. Dann werde ich gleich noch ein paar Motorfeineinstellungen vornehmen und dann hat sich das gelohnt. So, da fährt sie. Allerdings ist mir da jetzt gerade eben die Birne vorne runtergefallen, das weiße Licht quasi. Und hat sich dann Wohlgefallen aufgelöst. Da muss ich mir erstmal eine neue bestellen. Aber es läuft. Ich weiß nicht, ob man den Sound hören kann. Ich denke mal nicht. Aber er funktioniert einwandfrei. Jo, das war's hier für diese Woche von Toms Moverwelt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.